Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute zum Wochenende wollen wir uns mal einem aus meiner Sicht zumindest sehr spannenden Thema widmen, nämlich der Frage: Kann es denn nicht sein, dass wir einfach nur Glück haben, dass wir also momentan an diesem Bullenmarkt, den wir seit entweder 2009 oder 2011, je nach Lesart, dass wir den haben, dass wir einfach nur jetzt momentan Geld verdienen, aber über kurz oder lang im nächsten Bärenmarkt einfach schlicht und ergreifend mit unserer Strategie des Optionsverkaufens pleite gehen werden? Meine Gedanken dazu und warum ich das eben nicht glaube, jetzt in diesem Video. Also das Internet ist ja immer voll mit vielen, vielen Dingen. Das ist übrigens sehr, sehr spannend. Ich lese auch immer tolle Sachen über mich. Also da schreiben immer viele Leute in Foren Sachen über mich. Die wissen immer ganz genau, was ich alles mache, was ich alles verdiene, was ich für einen Lebensstil habe und so. Das ist sehr amüsant. Also ich reg mich da auch nicht auf. Ich finde es wirklich sehr amüsant, dass mich manche Leute besser kennen als meine eigene Frau. Und manchmal kennen mich manche besser als mich selbst. Manchmal lese ich aber auch Sachen, wo ich dann schon so ein bisschen mit der Stirn runzeln muss. Ne? Ich habe ja auch ein bisschen eine höhere Stirn, also deswegen fällt mir das leichter. Und zwar, wenn einfach immer wieder geschrieben wird, naja, das Verkaufen von Optionen, das geht ja nur so lange gut, bis mal der nächste große Crash kommt. Und wenn wir wieder sowas erleben wie 2008, 2009, naja, dann sind die ganzen Optionsverkäufer alle wieder pleite. Und wenn ich jetzt ein Anfänger wäre und würde zum allerersten Mal mich mit dem Thema Optionen beschäftigen, dann wäre das ja vielleicht schon ein Argument, was mich davon abhalten könnte, überhaupt mit dem Optionsverkauf anzufangen, weil ich sage, naja gut, wenn das Risiko besteht, dann mache ich es vielleicht gar nicht. Und deswegen möchte ich euch einfach mal meine Sicht der Dinge dazu mitteilen. Natürlich wie immer subjektiv, aber zumindest habe ich ja einen Vorteil gegenüber vielen, die das so schreiben, nämlich ich habe die Finanzkrise mitgemacht. Und ich habe auch nicht nur eine mitgemacht, sondern mittlerweile schon zwei. Also das heißt, ich war dabei im Jahr oder in den Jahren des neuen Marktes. Das nähert sich ja jetzt gerade zum 20. Mal, ne? Am 10. März 1997, genau 20 Jahre her, da ist der neue Markt entstanden. Und den habe ich komplett mitgemacht, nämlich einmal hoch zu und einmal runter zu. Und das war meine große Lernstunde. Und dann habe ich aber natürlich auch die Finanzkrise mitgemacht. Und zwar als sehr, sehr aktiver Optionshändler schon zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt auch die Pleite von Lehman Brothers. Und ja, ich kann also, glaube ich, schon ein bisschen einschätzen, ob man in so einer Zeit viel Geld verliert oder nicht. Und wenn ja, wieso, weshalb, warum? Also, das Argument ist natürlich immer, dass viele Leute sagen, ihr verkauft Optionen und ihr profitiert ja momentan nur davon, dass der Markt nach oben geht. Das hört sich natürlich oder ist auf der einen Seite natürlich richtig, weil Tatsache ist ja, der Markt geht nach oben. Je nach Lesart haben wir seit 2009 einen Bullenmarkt. Es gibt andere, die sagen, na, eigentlich erst seit 2011, weil wir hatten ja auch nochmal 2011 einen ordentlichen Rücksetzer im S&P und deswegen ging da eigentlich erst danach der Bullenmarkt los. Aber wollen wir uns mal nicht hier über zwei Jahre streiten. Fakt ist, wir leben momentan in einer bullischen Zeit. Das heißt, es ist viele, viele Jahre jetzt nach oben gegangen und das hat natürlich für die Optionshändler unter uns große Vorteile gehabt, weil wenn wir eben Aktienoptionen verkaufen, klar profitieren wir natürlich davon, wenn die Preise steigen. Und wenn man diese Idee weiterspinnt, dann muss man natürlich sagen, ja klar, dann wäre es natürlich schon riskant, wenn der Markt einbricht, weil wenn wir dann weiterhin unsere Geschäfte so, wie wir sie jetzt betreiben, machen würden, dann würden wir natürlich auch in so einen Strudel nach unten hineinkommen. Die Optionen würden sich alle verzehnfachen und wir würden alle eine Menge Geld verlieren natürlich. So, ich kann aber aus meiner Erfahrung her sagen, dass ich vor diesen, wenn so etwas kommt, und ich bin mir sicher, dass wir wieder so Zeiten erleben werden, vielleicht nicht so zwingend wie 2008, aber dass wir natürlich wieder fallende Märkte sehen werden, über kurz oder lang, dass wir davon gar nicht stark betroffen sein müssen. Und ich will euch ein paar Gründe dafür nennen, warum dem nicht so sein muss. Nummer eins. Zum allerersten glaube ich, was vollkommen überschätzt wird, ist, dass jeder Börsencrash
so alle 5-6 Jahre gleich mit 50-60% Minus einhergeht. Ne? Wir alle sind geprägt, zumindest alle, die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, sind geprägt von unseren Erlebnissen aus der Finanzkrise 2007 bis 2009, als ja die Märkte tatsächlich 50% eingebrochen sind, als die Lehman Brothers Investmentbank pleite gegangen sind, als unser System vor dem Kollaps stand. Jetzt muss man allerdings sagen, dass die Welt heute eine andere ist als damals und dass die Welt natürlich auch aus diesen Dingen gelernt hat, ob man das jetzt glaubt oder nicht. Fakt ist aber, die Banken sind anders aufgestellt als heute, als damals. Die Notenbanken sind anders aufgestellt als damals. Man würde anders reagieren. Und man muss ja auch mal sehen, wenn man sagt immer, die Welt lernt nichts von früheren Dingen, das mag in vielen Sachen stimmen, an der Börse stimmt das nicht. Denn wenn wir sehen, dass beispielsweise der Crash von 1929 ja zu einem Jahrzehnt der Depression geführt hat, dann kann man das eben hier in Amerika sehr, sehr deutlich sehen, dass es eben nicht so lange gedauert hat, sondern dass man sehr schnell wusste, was zu tun ist. Und ich bin mir sicher, wenn wieder so etwas käme, wüssten die auch dann wieder, was zu tun ist. Und das heißt, wir müssten gar nicht in so ein Jahrzehnt von Depression hineinkommen. So, zum anderen ist es einfach nicht sehr wahrscheinlich, dass wir wieder so einen großen Crash bekommen. Ja, es kann passieren, dass wir 20% fallen, vielleicht auch mal 30%, aber wir dürfen nicht immer denken, dass wir jetzt immer gleich 50%, 70%, 100% in den Preisen fallen. Ne? Das sind ganz, ganz außergewöhnliche Ereignisse, die eben auch, wenn man sich das historisch anschaut, nur aller 20, 30 Jahre mal auftreten. Ne? Dass wir hier gehäuft die Dotcom-Blase in den 2000ern und dann jetzt noch die Finanzkrise hatten, das ist eine absolute Häufung. Das muss aber nicht prinzipiell jetzt wieder so sein. Aber selbst wenn, wäre es, glaube ich, auch nicht so tragisch, denn das ist jetzt der zweite Punkt, dass wir nämlich immer davon ausgehen, dass so ein Crash quasi über Nacht kommt. Und ich lese gerade auch viele Sachen aus der Entstehung des neuen Marktes, warum ist die Aktienkultur in Deutschland so schlecht? Und da steht ja auch, ja, viel über die Deutsche Telekom drin. Und da steht dann immer so, die Deutsche Telekom kam ja an den Markt, war dann so teuer und fiel dann quasi über Nacht auf, ich weiß nicht, die war über 100 und fiel dann auf 8 oder irgend sowas runter. Fakt ist aber, die ist nicht über Nacht von 100 auf 8 gefallen, sondern es hat 2 Jahre gedauert, bis das passiert ist. Und wenn man sich Märkte anschaut und jeder, und das ist mein Hauptargument, warum ich überhaupt keine Angst habe vor so einem Rückgang oder Crash oder sonst irgendetwas, weil Märkte brechen nicht von einem Allzeithoch über Nacht dramatisch ein. Warum nicht? Wir brauchen Distribution, wir brauchen Umverteilung, das heißt, nach einem neuen Hoch wird umverteilt, es gibt ein neues Hoch, es kommt runter, das wird gekauft, es geht wieder nach oben, es wird wieder umverteilt, das heißt, das zieht sich hin. Wir sehen immer hoch, tief, vielleicht ein niedrigeres Hoch oder nochmal das gleiche, Erschöpfung, Distribution und dann bricht es runter. Und wer ein bisschen sich mit Märkten beschäftigt, der kann das erkennen. Ne? Börse ist doch nichts Geheimnisvolles und eine Blackbox, wo man sagt, ich weiß nicht, was morgen passiert. Natürlich, ich weiß nicht, ob es morgen hoch oder runter geht. Ich weiß aber, dass es morgen weder 30% nach oben geht und dass es morgen auch nicht 30% nach unten geht. Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, naja, aber 1987, da sind wir doch so stark gefallen, guckt euch einfach mal einen Wochenchart von 1987 an. Und auch da werdet ihr sehen, das hat mehrere Wochen gedauert vom Hoch, bis wir dann in den Crash hineinkommen. Und das konnte man erkennen. Mit ganz simplen Dingen kann man erkennen, wann Märkte anfangen zu kippen. Da muss man kein Genie sein und da muss man kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, wann Märkte drehen. Gerade weil Märkte eine ganz klassische Top-Bildung haben. Es geht nämlich nicht spitz nach oben, dann spitz nach unten, sondern es geht nach oben, dann seitwärts, leicht nach unten und dann Risk und dann schnell nach unten. Und da ist man, selbst wenn man nur Short Puts auf Aktien verkaufen wollte, ist man dann raus. Viele schreiben jetzt immer, naja, und wenn das dann ist, du kommst aus deinen Positionen nicht mehr raus und du kannst nichts mehr schließen, weil die Spreads sind zu groß und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, das ist alles Blödsinn. Ich sag's, das ist alles Blödsinn, weil die Leute, die so etwas schreiben, standen entweder 2008 immer auf der falschen Seite oder die waren damals nicht dabei.
Ich habe 2008 an den Märkten gehandelt. Das war jetzt nicht mein allerbestes Jahr, denn das kam im Jahr darauf. 2009 war mein allerbestes Jahr, wo ich extrem viel Geld verdient habe durch die hohen Volatilitäten. Aber 2008, es war gar nicht so schwer damals zu handeln, weil, und das ist jetzt wieder der Punkt, was machst du denn? Du musst ja ganz einfach mal unterscheiden, in welchen Märkten bin ich aktiv. Und wenn du eben nur in Aktienmärkten aktiv bist, wenn du nur Put-Optionen auf Aktien verkaufst, was eine absolut korrekte Strategie ist, da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen, ne? Dann weißt du doch eins, dass du mit zunehmenden ansteigenden Preisen immer geringere Volatilitäten hast und damit dein Geschäft immer weiter machst, aber immer kleinere Positionen fährst. So, irgendwann wird der Markt kippen, ne? Das wirst du erkennen, dann wirst du mit deinen wenigen kleinen Positionen, die du noch hast, Verluste erzielen, dann gehst du raus und wenn der Markt fällt, dann machst du gar nichts. Wer kommt denn auf die irrsinnige Idee, dass man in einem stark fallenden Aktienmarkt Put-Optionen auf Aktien verkaufen würde? Also das heißt, man kommt gar nicht in die Situation, wo es dann riesige Spreads gibt, wo man nicht mehr rauskommt und so weiter. Man muss bloß einfach mal ein bisschen auf die Märkte schauen. Und was habe ich zum Beispiel 2008 gemacht? Ich handle ja nicht nur Put-Optionen auf Aktien, sondern ich handle ja auch sehr viele Future-Optionen. Und bei Future-Optionen hast du einen Vorteil gegenüber jetzt Aktienoptionen, nämlich, dass du die auch bedienen kannst von der oberen Seite. Das heißt, du kannst auch Call-Optionen schreiben. Das geht theoretisch bei Aktienoptionen auch, aber okay, das ist immer so eine Sache, ne? Durch den Skew, eine Seite ist teurer als die andere, in der Regel sind das die Puts, das macht nicht immer so viel Sinn, aber Future-Optionen zum Beispiel kannst du ja in jeder Zeit handeln und es gibt nun mal ganz, ganz viele Märkte, die haben mit dem Aktienmarkt nichts zu tun. Also das heißt, was hat denn Kaffee mit dem Aktienmarkt zu tun? Was hat denn Weizen mit dem Aktienmarkt zu tun? Was hat übrigens Weizen auch mit Kaffee zu tun? Ne? Was haben die Lebendrinder mit dem S&P 500 zu tun? Was hat, Baumwolle mit Apple-Aktien zu tun? Gar nichts. Ne? Das heißt, du wirst immer in jedem Marktumfeld, egal ob es an den Aktienmärkten hoch oder runter geht, wirst du gute Märkte finden, an denen du super handeln kannst und an denen du eben die ganz normalen Spreads vorfindest und eben nicht solche Spreads, sondern die ganz normalen, die es in diesem Markt gibt. Und das ist ja genau das, was jeder, der ein bisschen mehr Geld hat, machen sollte, nämlich, dass er nicht nur Aktienoptionen handelt, sondern eben auch noch Future-Optionen dazu. Wer ein kleineres Konto hat, der kann das nicht, ist auch nicht schlimm, der muss eben einfach in so einer Zeit ein bisschen die Füße stillhalten und muss sagen, okay, dann mache ich eben mal in so einer Zeit nichts, anstatt zu sagen, ich handle quasi mein System immer wieder durch. Und das ist, glaube ich, so ein Denkfehler, dass viele immer sagen, wenn man irgendein System hat, dann würde man permanent das Ganze immer durchhandeln. Aber das ist doch Schwachsinn. Wir haben jetzt gerade Frühling, ne? Und was macht jetzt überall auf? Eiskaffees, ne? Großartig, draußen schönes Wetter, wir gehen alle wieder endlich in Eiscafés, können endlich wieder Eis essen und bei uns war es jetzt auch so Wochenende, unser Lieblingseiscafé aufgemacht, also sofort hin mit der Familie, natürlich Massen, ne? Absolute Massen und der Inhaber, den wir persönlich gut kennen, hat gesagt, und wie viele hast du Leute da? Hat gesagt, ich habe jetzt 15 Leute hier arbeiten. Ne? 15 Leute haben da gearbeitet, weil einfach so ein Riesenansturm war. So, wie viel hatte der im Winter bei sich arbeiten? Überhaupt niemand, weil der hat einfach zugemacht. Er sagt, im Winter lohnt sich das Geschäft nicht. Und wenn man mal Trading als Geschäft betrachtet, ne, dann kann man eben nicht sagen, das läuft immer zu jeder Zeit gleich gut. Das bedeutet doch aber nicht, dass man in manchen Zeiten sehr viel Geld gewinnt und in manchen Zeiten sehr viel Geld verliert, sondern das heißt doch, man, und ich übertrage das jetzt wieder mal aufs Eiscafé, dass man eben Zeiten hat, in denen man sehr, sehr viel verdient und dass man dann Zeiten hat, wo man eben gar nichts verdient, das heißt, weil man das Geschäft gar nicht aufmacht. So, und genauso ist es an der Börse. Und klar, würde der jetzt im Winter bei minus 10 Grad Schneesturm mit 15 Leuten Besatzung seinen Laden jeden Tag aufmachen, dann würde der massiv Verluste anhäufen. So, warum macht er es nicht? Ganz einfach, weil er gesunden Menschenverstand hat.
Und warum sollten wir denn an der Börse da etwas anderes machen? Warum sollten wir denn in einem Umfeld, wo die Volatilitäten explodieren, wo die Märkte nach unten knallen, warum sollten wir da Puts auf Aktien verkaufen? Also das kommt mir nicht in den Sinn. Und wie gesagt, das Argument, ja, du kommst ja dann gar nicht mehr aus, das stimmt doch einfach nicht. Ne? Märkte fangen langsam an zu drehen und beschleunigen sich dann zum Ende, weil das ist ja das, was die Volatilität durchtreibt. Und deswegen, gerade ihr Neueinsteiger, ne, lasst euch von solchem Gerede nicht ins Boxhorn jagen. Macht ganz einfach eure Hausaufgaben, das heißt, schaut euch die Märkte von oben nach unten an. Geht nicht her und sagt, ich gucke heute mal, was hätte ich denn für eine schöne Aktie, die ich verkaufen kann oder wo ich einen Put verkaufen kann, sondern geht her und sagt, wie ist denn die allgemeine Marktlage? Wie ist die innere Struktur des Marktes? Ne? Ihr kennt unsere Morgenroutine, wer das nicht kennt, gebt mal hier oben, hier irgendwo ein, Optionsstrategien, Morgenroutine, findet ihr viele Videos darüber. Allein wer das macht, so eine simple Sache, dem garantiere ich, wenn er es konsequent macht, dass er nie überrascht wird, wenn an der Börse wirklich die ganz, ganz großen Einbrüche kommen. Dass es morgen mal 5% runtergehen kann über Nacht, weil es irgendwas passiert. Ne? Das kann immer passieren. Aber da geht auch die Welt nicht unter. Aber schaut euch bitte einfach mal, nehmt euch mal die Zeit. Ne? Setzt euch mal hin und schaut euch einfach die Charts der letzten 100 Jahre an. Das kann man hier. Schaut euch an, wie hat sich Volatilität entwickelt. Okay, die gibt es noch keine 100 Jahre, aber den WIX gibt es auch seit... Muss ich selber mal schnell hier schauen. Den WIX gibt es seit, zack, zack, seit 1990. Ne? Also auch mittlerweile 27 Jahre. Und ihr könnt euch das immer anschauen. Die Volatilität ist nie aus dem Nichts heraus nach oben weg explodiert. Es gab immer langsame Anstiege, die dann steiler wurden. Und diese langsamen Anstiege gingen einher mit einer Strukturverschlechterung des Marktes, dass wir Korrekturen gesehen haben, dass die Märkte unter ihre Moving Averages fielen, dass die Marktbreite nicht mehr stimmte und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Anzeichen, wann Märkte drehen. Lasst euch also nicht ins Boxhorn jagen von diesen Angstmachern, die selber keine guten Erfahrungen in den Märkten gemacht haben, weil sonst würden sie solchen Blödsinn nicht schreiben, und handelt einfach ganz getreu eurem Stil weiter und achtet auf euer Risiko, achtet auf eure Positionsgrößen, und wenn ihr merkt, es wird kälter, die ersten Schneeflocken kommen, ne, dann macht ganz einfach euer Börseneiskaffee zu und überlegt einfach mal logisch. Ne? Wir haben heute angenommen Sommer, 30 Grad, euer Laden ist voll, ihr verkauft Eis. Ist es dann morgen 10 Grad minus und habt einen Schneesturm? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ja, und es wird irgendeine Theorie geben, die sagt, das kann passieren. Aber wenn wir an solche Theorien glauben, dann sollten wir uns ganz schnell von der Börse verabschieden und sollten lieber in die Höhle einziehen und uns lieber darauf warten, dass der Weltuntergang morgen kommt. Wer aus der Höhle rausgeht, nicht an den Weltuntergang glaubt, der braucht auch keine Angst vor der Börse zu haben. Der braucht keine Angst vor seinen Strategien zu haben. Mit gesundem Menschenverstand kann man das alles einschätzen, und ihr könnt es auch. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.